So, liebe Freunde, da sind wir beim letzten, in der letzten Stage, welches gleichzeitig der letzte Endboss ist von Blackthorn aka Black Hawk. Ihr könnt euch aussuchen, welcher Titel einen strengeren Ist Ausruf hat. Und da fangen wir doch gleich an und lassen Kyle, einfallen. den guten Kyle Blackthorn sprechen und Shine den, was auch immer er ist, Teufel. It was not by my hand that I once again given flesh. I was brought here by your father. Nein, Quatsch. I have spent my entire life preparing for this moment, demon. Die, monster. You don't belong to this world. Ja, kannst du weiterlesen. Wer, ich? Ja. Das Problem ist, ich muss mir das jetzt aus dem Video nehmen, ne? Oder... Ich habe da eine Bildschirmübertragung an. Ja. Echt? Ah! Das macht vieles einfacher. You will not catch me off guard as you did my father. You are about to witness true strength. I'm going to crush you, ey. Bist du es jetzt kennen oder was? And spit on your bones, boy. 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 Muss man mal den Dollfrauen rauslassen. I think not. The time has become for my father to be avenged. Your sky will be make a fine trophy. Give me your worst monster. Ja, und jetzt Das klingt wie so ein Dialog für so ein Power-Metal-Video. Fehlt eigentlich nur noch, dass ein Manowar von hinten reingeritten kommt. ja, er hätte jetzt übrigens auch, an Dolphs Stelle hätte er jetzt sogar Dolphs sagen können. Why I don't need to use that gun, I also can kick him. Es wär, When he dies, he dies. When he dies, in the next scene, when I kick him. So, jetzt werde ich wahrscheinlich... Ich glaube, das war wahrscheinlich die letzte Sprechblase. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wahrscheinlich wird das ein paar Mal wiederholt, bis ich ein Safe State mache an der Stelle, wo es vorbei ist, das Gespräch. Aber vielleicht ist es Oh, jetzt er benutzt Safe States. Ja. Ich finde, die Energieleiste von dem Boss ist eindeutig zu kurz. Die könnte noch über den ganzen Bildschirm unten gehen. Vor allen Dingen so schlecht wie er kämpft, ist die viel zu kurz. Oh. But enough talk. Have it you. The E to the anus. To the E to the Iso. Ja, manchmal muss man sich eben so einen Schlag in die Fresse einfangen. Nein. Kann man ja mal machen. Das macht alles keinen Sinn. Wo er keinen Spaß. Oh, und da tritt mich diese Hurenexplosion wieder in meinen Arsch rein. Ja, das war auch wieder eine großartige Möglichkeit, mich auszuweiten. Weißt du, was du tust? Ja, in meinen Arsch reintreffen. Ist noch nicht vorbei, Mann. Komm, da Eben. geht jetzt sowas. Boah, das sieht fast gut aus. Nein, die Explosionen drücken. Nein. Schieß! Ja! Und er hat ihn! Er fickt ihn! Den Hurenbock! Sohn! Zweite Form kommt jetzt. Ja. Aber Ohne Checkpoint der natürlich. eiserne nämlich in der Mitte zerteilt, ne? Superb. Just dust Superb. and bones. Victory! Habe ich die Aufnahmetaste gedrückt gehabt? Ja. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Warum du nicht aufnimmst. Okay, wir lesen das jetzt heroisch vor und hoffen, ich habe sie gedrückt. Das Problem ist, ich kann es nicht genau lesen, weil jedes Mal, wenn jemand spricht, wird ein As Teil der Schrift. heir to the throne of Laras, Blackthorn was declared leader of the Androthi Nation. Ist das jetzt aus Castlevania geklaut, following dieser Shot? Years, Salak's remaining forces were destroyed. A new stone fist was constructed. Steinfaust. As King Blackthorn came to
be respected by his friends and feared by his enemies. Ja. Und die Alte gibt ihm ja gerade seine Kanne. He ruled justly and fairly and he ruled with honor. Wie er sitzt mit seiner Schrotflinte auf dem Thron, ey. Ja. Sich abends immer in seinen Arsch einführt. Er hat es geschafft. Level Design Ronald McDonald. Alter, wenn ich jetzt eben gerade zum ersten Mal die scheiß Aufnahme nicht angemacht habe. James Anhalt. Nicht Sachsen, ne? Ja. Das wäre aber echt witzig. Ja. Um die Känguru-Chroniken zu zitieren. Es gibt auch den Ronald Millerman. Und Samwise Didier. Ronald Miller hat aber viel gemacht bei dem Spiel. Ja, der hat dafür gesorgt, dass ich mich aufrege wahrscheinlich. Ja. Das gute Blitzart Entertainment. Diese scheiß Warcraft-Penner. Ich spiel's gerne. Ach, das ist von Blizzard? Ja. Yep. Ja, genau, Blizzard, wie Diablo, Starcraft, genau. Sword. Gott, oh Gott, ich habe diesen Namen zum ersten Mal hier wahrgenommen in dem Spiel, dass es den gibt. Ja, die haben damals halt noch gute Spiele gemacht, ne? Die machen heute auch noch sehr, sehr gute Spiele. Ja, Leute, das ist ohne Ton. Ich werde die Theme... quasi nicht mal monoton. Ja. Ich werde die Theme noch einbasteln, die dazu gehört. Man kann sich ja heutzutage sowas runtersaugen. Ja, du kannst ja eine coole Theme mal machen. Zum Beispiel die von... DuckTales! Zum Bleistift. Oder die von Ken drunterlegen. Und er hat es mal wieder geschafft. Du könntest ja via Bildbearbeitung, anstatt eine Flinte zu geben, einen roten Anzug anziehen und blonde Haare machen. Hast du das Lied schon mal gehört, wo da gibt's diese Similarities, wo Videospiellieder von Originalliedern, wo das ähnlich halt ist. Und das ist von, ich hab's mir gekauft, von Kenny Theme. Das ja. Fällt, ich hab's da drauf. Ich bedanke mich erstmal fürs Mitmachen, beende jetzt diese Aufnahme gleich und hoffe, sie, ich hoffe, sie ich nehme überhaupt auf. Und muss auch ziemlich dringend pinkeln und deswegen überlasse ich euch beiden jetzt sämtliche Schlussworte, die uns einfallen. Ja. Ja, ich sage einfach mal, fickt dieses Spiel, fickt diesen Kanal, fickt Videospiele, fickt euer Leben, fickt eure Frau, fickt eure Kinder, fickt eure Arbeit und fickt euer Leben und tschüss. Meine letzten Worte sind, Schein, du solltest Motivationstrainer werden. Du könntest also Leuten mit Melancholie auf jeden Fall sehr gut zureden. Fick dich, fick deine Fresse, du sollst sterben gehen. Ich hab nichts von sterben gesagt. War aber genauso. Ja, hatte der diese Michael Jackson Stiefel vorhin auch schon in dem Kampf? Ja. Mit diesen Schnallen da drum? Ja, die hat er unterwegs nicht abgelegt. Doch. Der hat dafür den Antwort ausgezogen. Rieche. Ah, eine Feuerbombe. Ja.